Jetzt nicht, wenn es tut. Was ist das da drüben überhaupt? In welche Richtung schauen wir da? Ach, das ist Blackwater. Das muss Blackwater sein. Das ist Blackwater, ja. Sieht schon geil aus irgendwie, ne? Nach, was so rüber gucken und dann siehst du eine Stadt, das war früher in der Zeit ja nicht so normal. Ziemlich cool. Ja, unser Pferd ist leider an der Grenze. Ach ja. Ganz cool. Wo ist Lieutenant Dan? Ich verstehe nicht, wo ist mein zweites Pferd? Ist das im Stall? So, wir kümmern uns kurz mal um unser Pferd und dann... Dann gibt's noch was zu essen. Und eine Streicheleinheit natürlich auch. You done good, girl. Okay, so. Pferd geht's wieder gut? Sehr schön. Pearson, ich muss mal mit dir reden. Spenden? Don't forget to go hunting, Mr. Morgan. Ich kann das hier aber auch nicht abgeben. Oder zur Herstellung. Mit was zur Herstellung? Okay, let's take a look. Ich versteh's nicht. Verbesserung, da kann ich doch nichts machen. Lagertische. Gabbockfell. Wachlagerfeuer. Rapidi-Kopfgeweih. Kann ich überhaupt schon was machen? Nee, eigentlich nicht, ne? Warum so viel Hirschfälle, ey? Ich schmeiß den jetzt einfach weg. Ich schmeiß den jetzt da irgendwo hin und dann, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Ich kann den hier gar nicht ablegen. Das ist ein Kack. Ablegen. So. So, jetzt geht mir gleich wahrscheinlich wieder was flöten. Ja, wobei, den brauche ich ja nicht. Pferdeinventar. Nee, wollte ich nicht.
wollte mich ja dann hinlegen. Ja, da liegt jetzt übrigens schon das zweite Fell dann. Nach dem Bären. Ist leicht neblig, oder? Wie viel Uhr ist? 0.58 Uhr, ja, dann legen wir uns hin. Bett, Bett, setzen. So. Ich setze mich jetzt kurz hin, dann schlafen wir und wenn ich zurück bin, geht's weiter. Ja, mein neuer Tag bricht an, wie immer, und dann haben wir hier, Kyrian. Okay. Morning, Mister. Guten Morgen. So, Pferd, Karte. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir könnten jetzt mal zu John gehen. In der Stadt. Ich weiß nicht, ich mag John. John ist... Übrigens, hier haben wir das Protokoll, das ich die ganze Zeit gesucht habe. Lageranfrage, okay. Jim Boy Calloway, die edelsten Männer und eine Frau. Okay, Schatzsucher. Jack Hole Bande, Zigarettenbilder. Du hast eine Karte erhalten, die den Aufenthaltsort des verschollenen Schatzes der berüchtigten Jack Hole Bande zeigen soll. Ja, den hätte ich gerne mal geholt. Good morning, Arthur. Guten Morgen. So.
Wir reiten zu Jack. Wir haben immer noch Blut an unserer Jacke. Aber weißt du, was ich am liebsten mal machen würde? Jetzt sind wir ja ausgeruhter und wieder equipped. Die Barrel Lagoon. Und wisst ihr auch warum? Ich habe hier hinten ist ein Haus. Seht ihr das? Das da. Da würde ich gerne hin. Wir machen das jetzt mal so. Wir machen trotzdem einen Schlenker über Valentine, weil nicht wegen John, sondern ich will die Wölfe und den Bären. Ganz einfach. Ich will die Wölfe und den Bären. Schaut's mit so einem Deadeye ist auch ziemlich gut dabei, okay. Wir machen einen Schlenker über Valentine, weil wir uns eine Jacke kaufen. Wir haben ja jetzt ordentlich Kohle gemacht. Damit wir nicht so viel Leben verlieren. Dafür müssen wir zum Gemischwarenhändler. In den General Store. Und nicht wundern, unser Pferd ist voll, hat vollstes Vertrauen zu uns. Die Bindung ist komplett oben, deshalb gibt es keine Pluspunkte mehr. Falls da sich jemand wundert. Katalog durchblättern. So. Wir haben $510. Munition könnten wir aufstocken. Jetzt schauen wir mal, haben wir noch genügend Pfeile? Das stocken wir mal auf. Pistolenmunition normal. Pistolenmunition, wir haben keine Pistolen, ne? Gewehrmunition haben wir auch nicht. Aber wir haben 40 von 40. Okay. Kleidung. Kleidung. Und zwar brauchen wir. Oh, es gibt ganze Outfits. Die kosten aber ordentlich Kohle. I had an old lady shoplifting here the other day. Can you believe that? Okay, nochmal hier. Wir brauchen. Oh, Stiefel. Lesen. Reitstiefel, Schnellschussstiefel, Luxus-Schnellschussstiefel, Predigerstiefel, Sportsmanstiefel, Tornado-Stiefel. Was sind denn das für Tornado-Stiefel? Hui. You like the look of that one, huh? Nee. Geglättete Reitstiefel, Predigerstolzstiefel, Schnellschussstiefel, Luxus-Schnellschussstiefel, ansehen. I sell out of that pretty fast. Die gefallen mir. Die kaufen wir. Okay, wir brauchen aber eigentlich Mäntel. Mäntel, so. Klassischer Staubmantel wäre schon mal nicht schlecht. Klassischer Gehrock. Flintenmantel. Gibt's noch mehr? Nee. Flintelmantel. Oder lieber ein Staubmantel. Ein klassischer Staubmantel. Seem a bit taken with that. Den nehmen wir. That's done. Den nehmen wir. Jetzt haben wir noch Hemden und Oberteile. Hemden und Oberteile? So jetzt. Ah, das sind wir schon bei den Westen.
Überhemd mit Kragen, Alltagshemd, lange Unterwäsche. Lange Unterwäsche, auch geil. Französisches Anzugshemd, Alltagsüberhemd. Na, das sieht doch mal aus. That's mighty popular these days. Allerdings sind die Farben nicht so geil, dann immer das hellblaue. So, Kopfbedeckungen. Was haben wir denn da noch? Ein Panama-Hut. Tribal. Big Valley-Hut. Bulldogger-Hut. Eine Melone und so weiter gibt's alles. Und natürlich den... Oh, der sieht doch schick aus. You like that? Den da. Der passt auch so ein bisschen zum Mantel. So. Dann können wir jetzt rausgehen. Wir... That's it for now. That's it for now. Thanks. So. Frisch und neu ausgestattet. Stylisch. Neue Stiefel, neues Hemd, neuen Mantel, neuen Hut. Da lässt sich doch mit was anfangen. Auch wir haben doch die ganzen Felle dabei. Ich möchte jetzt Wölfe jagen. Und den Bär nehmen wir natürlich dann auch noch mit. Ich hoffe, das haut so hin, wie ich mir das vorstelle. Ich habe vorhin dort oben 3 Wölfe gezählt, plus den Bären. Könnte es sein, dass wir gar nicht so viel mitnehmen. Mir geht es aber auch ein bisschen um die Hütte da hinten dran. Vielleicht findet man da was Explizites. Wir werden jetzt dann auch noch verbesserte Pfeile herstellen, wenn es geht, wenn es möglich ist. Werden wir dann alles sehen, wenn wir oben sind. Ich weiß nicht. Ich würde halt gerne die Verbesserung auch machen. Und da gehört es dann auch dazu, dass man ja etwas Zeit investiert neben und abseits der Story. Ich hoffe, ihr versteht das. Sind wir bei den Grizzlies, also nicht bei den Bären, sondern im Gebiet Grizzlies in Amberino. Den Weg kennen wir schon, den haben wir vorhin schon gesehen. Wir haben ja noch ziemlich vormittags bzw. morgens. Ich möchte nicht zu weit reinreiten, dass mein Pferd vielleicht wieder Panik bekommt. Ich dachte es mir vorhin schon fast. Dass falls wir wieder hier hochkommen. Ach guck mal, da bleibt sogar der Schnee an. Da bleibt sogar der Schnee kleben. Das ist der Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben den Bogen vergessen. Mal schnell zurück. Bogen holen. So, jetzt. Und nur für den Fall, dass wir uns wehren müssen. Okay, wir haben alles. Da steckt ein Reh im Fluss. Ist das Absicht?
Attrappe? Nee. Das ist komisch. Vorsichtig auf dem Eis. Oh, guck mal, der rutscht sogar auf dem Eis aus. Hart. Ist halt auch nur schlecht erstmal, ne? Ist der ganze See gefroren? Was haben wir denn hier überhaupt? Dickhornschaf. Ist noch eine gewisse Distanz hin, damit wir es untersuchen können. Oder? So besser? Rocky Mountain Dickhorn Schaf. Ein Stern. Waren da nicht drei gerade eben? Wir gucken uns ein bisschen um. Nein, nein, nein. Ich will den Bock. Ich will den Bock. Scheiße. Naja. Also frieren sollte uns es auf jeden Fall nicht mehr. Oh, was ist das? Stein. Okay. Ich dachte jetzt schon. Eselhase. Ich will in die Hütte. Sterne. Er hatte drei Sterne. Naja, wir häuten ihn, weil die Fälle können wir so mitnehmen. Einfach in der Tasche. Schaut jetzt wieder brutal aus. Jetzt wird es gerade wieder dunkel. Jetzt wollte ich, dachte ich schon. Eventuell ist schon wieder die Nacht angebrochen, aber ist nicht der Fall. So, wir sind an der Hütte. Schade, dass wir keine Wölfe oder Bären gefunden haben. Na, dann wollen wir mal gucken, was wir hier so finden. Eine Taschenuhr, das ist schon mal gut. Wir finden auch wieder Zeitungsausschnitt Grab. Nach schrecklichem Unfall frühzeitiges Karriere aus für talentierten Schlittschuhläufer. Meinst du, der liegt hier oben? Umdrehen? Da steht nichts. Dann wieder eine Karte. Untersuchen. Ah. Felix Horvey. Das ist einer von den Sportlern.
Ach, haben wir noch bekommen, okay. Ach, war in der Zigarettenpackung drin, okay. Sonst gibt's hier wohl nichts mehr. Schade, dachte vielleicht finden wir hier was Spezielles. Nun gut. Oh. Das ist doch ein Grab. Okay. Die Frage ist, warum entweihtes Grab? Und was wurde entnommen? Weißt du, was ich meine? Okay, uns ist anscheinend doch kälter als gedacht. Ich dachte eigentlich, mit dem Mantel wäre das Thema erledigt. Okay, so war das nicht gedacht. Alle nicht wirklich gut, ne? Aber die hier. Scheiße. Voll daneben gesammelt, ey. Und schon ist er nämlich von 2 Sternen auf 1 gesunken. Na, fuck. Völlig umsonst gestorben.